Wir schon! Roland? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Damas y Caballeros, ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Mit dem nächsten Preisträger verbindet mich eine sehr persönliche Beziehung. Wäre er ein Sportler, seine Rekorde würden für sich sprechen. Er hat die meisten Premieren an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt gesungen, vor dem größten Publikum gesungen, dabei die längsten Ovationen erhalten, die meisten CD-Aufnahmen zu verzeichnen, über 130 Rollen gesungen. Kurz, die Liste seiner Rekorde ist spektakulär. Aber er ist kein Sportler. Und seine Kunst kann nicht in Zahlen und Rekorden gemessen werden. Sie kann nur erlebt werden. Und ist das eine Erfahrung? Ay, Chihuahua, Maestro. Maestro Plácido Domingo hat die Welt der Oper verändert. Er vereint in sich den Musiker, den Sänger, den Schauspieler. Er ist der vollkommene Sänger und Darsteller. Kurz nachdem ich an seinem Talentwettbewerb Operalia teilnahm, fuhr ich nach New York, um dort vorzusingen. Dort traf ich Maestro Domingo an der Metropolitan Opera. Und er fragte mich nach meinen Plänen für den nächsten Tag. Meine Frau und ich waren einige Tage in New York. Und er lud uns spontan ein, nach Washington mit ihm die Proben von Le Cid zu besuchen, wo er die Hauptrolle sang. In Proben zu sehen, war eine der wichtigsten Lektionen, die ich als junger Darsteller bekommen habe. Maestro Domingo vereint dabei die Erfahrung des größten lebenden Operndarstellers mit dem Willen und Feuer eines jungen Anfängers, dem gerade die erste Chance gegeben wurde. In allen Bereichen ist er zu jeder Zeit 100% präsent. Nur eine entflammte Seele kann all dies leisten. Nur ein außergewöhnliches Talent gepaart mit unermüdlicher Leidenschaft all dies erreichen. Er gibt seine Seele voll und ganz an Musik und Drama. Er vereint seine Seele mit den Seelen von Kollegen und ihnen, dem Publikum. Der Bambi für einen Freund und Mentor, den wohl größten und einflussreichsten Sänger und Darsteller unserer Zeit. Tenören aller Zeiten. Plácido Domingo weckt bei seinem Publikum wahre Begeisterungsstürme. Mit den drei Tenören geht er in die Musikgeschichte ein. Es ist einfach wunderbar, dass ich durch meine Musik die Kulturen miteinander verbinden kann. Außerdem setzt sich der Spanier mit all seiner Kraft für benachteiligte Menschen ein und spendet Erlöse seiner Konzerte für Bedürftige. Plácido Domingo füllt Opernhäuser genauso wie die größten Stadien dieser Welt. Mit seiner wunderbaren Stimme und seiner warmherzigen Ausstrahlung singt er sich in die Seelen und in die Herzen von Millionen von Menschen. Der Classic Bambi 2008 geht an Plácido Domingo. Vielen Dank. Das ist eine große Ehre für mich,
And what a surprise to have. Und was für eine Überraschung, den großen Tenor von heute, Rolando Villazón, meinen Freund, meinen Kollegen, hier zu haben als Laudator. Ganz herzlichen Dank dafür. Thank you, Maria, Dr. Furtwängler and Dr. Burda. Maria Furtwängler, Dr. Burda, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diesen Bambi. Der Adler fliegt in die höchsten Höhen hinauf und der Löwe ist der König unter den Tieren. Aber das Bambi ist das süßeste aller Tiere und für mich nach 23 Jahren, dies nun zu bekommen zum zweiten Mal, das schmeckt noch süßer nach so vielen Jahren. Rolando, es tut mir leid, dass Jopi heute nicht hier ist, Johannes Sesters. Denn wenn ich denke, dass der 40 Jahre älter ist als ich, wie wunderbar, da ist immer noch Zeit genug hinauszugehen. Du kannst mein Alter erreichen und ich seins. Tun wir also alles dafür und freuen wir uns an diesem Abend. Meine Glückwünsche an alle Talente aus aller Welt, die diesen Bambi bekommen. Herzlichen Dank und ich muss sagen, Deutschland ist eines der Länder, in denen die klassische Musik wirklich geliebt wird, in denen es uns gut geht. Dankeschön. Macht weiter so. Herzlichen Dank.